Darf man lachen über Fukushima, die Weltwirtschaftskrise oder den ehemaligen IWF-Präsidenten Dominique Strauss-Kahn? Die Antwort lautet ja, aber nur, wenn ein genialer Pinselstrich dahinter steckt. Die besten Karikaturen und satirischen Pressezeichnungen aus aller Welt präsentierte auch in diesem Jahr wieder der internationale World Press Cartoon-Wettbewerb im portugiesischen Sintra. Diesmal waren die Bewerber so gut, dass die Jury den Grand Prix an zwei Kandidaten vergab. Den Norweger Egil Nyhus und den Kubaner Aristides Esteban Guerrero, kurz Ares. Diese Zeichnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Dieser Strauss-Kahn hat uns allen sehr gut gefallen. In Form eines Sparschweinchens, aber er ist dennoch eindeutig zu erkennen, sagt Jurypräsident Antonio Antunes. Das andere Bild ist eine dieser Synthesen, die auf den ersten Blick simpel erscheinen. Der Bombenangriff auf die Freiheit. Die Jury hat lange diskutiert. Beide Zeichner mit dem Hauptpreis zu ehren, erschien uns als die beste Lösung. Verbunden mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro. Der norwegische Illustrator und Karikaturist Egil Nyhus hat schon eine Idee, wo er es am besten aufbewahren könnte. You know the word piggy bank? You put money inside this and you know... Kennen Sie das Wort Piggy Bank? Da kommt das Geld hinein. Tja, er hat sich nicht gut benommen in dem Hotelzimmer. Ob er schuldig ist, wissen wir nicht, auch wenn einige das glauben. Aber wenn man sich das Bild anschaut, sieht man, dass es nicht nur um Strauss-Kahn geht, sondern um uns alle. Der World Press Cartoon Wettbewerb hat sich in wenigen Jahren zu dem wichtigsten Ereignis seiner Art entwickelt, wegen der Organisation der Preise und der herausragenden Jury. Den Grand Prix hier zu gewinnen, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Die Ausstellung der World Press Cartoon Karikaturen ist ein satirischer Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2011. Vom arabischen Frühling über den Tod Bin Ladens bis zur Atomkatastrophe in Fukushima. Der Rumäne Pavel Constantin bekam für diese Zeichnung den ersten Preis in der Kategorie Humor. Este o mare onoare pentru mine să iau acest premiu care realmente. Dieser Preis ist eine große Ehre und kam völlig überraschend für mich, auch wenn es um ein wichtiges Thema geht, weil es unsere Umwelt betrifft. Pentru că abordează tema o temă ecologică. Niemand kommt hier ungeschoren davon, weder Gaddafi noch Lula oder Barroso. Von den gut 400 Bewerbern aus über 50 Ländern schafften es 260 in die Endauswahl. Die diesjährige 8. Ausgabe des World Press Cartoon Wettbewerbs vermischte erstmals Bilder aus der Presse und den sozialen Netzwerken. Langsam aber sicher betrachten Karikaturisten das Weltgeschehen auch durch die Facebook- oder Twitter-Perspektive. Genau diese Instrumente spielten eine entscheidende Rolle während des arabischen Frühlings. Eines der zentralen Themen der diesjährigen World Press Cartoon Ausgabe. Die Ausstellung läuft bis zum 30. Juni im Kulturzentrum Olga Kadawal in Sintra.